Hey Leute, willkommen zurück zu Let's Play Bayonetta 2. Im letzten Part haben wir mit dem zweiten Kapitel angefangen, wo wir gleich am Anfang Luca wieder getroffen haben. Der ist jetzt auch wieder hier, sehr schön. Und dann haben wir auch über diesen einen komischen Jungen, wo ich jetzt den Namen leider eben vergessen habe, ich hoffe, der wird mal wieder dann bald erwähnt, haben wir ein bisschen mehr erfahren, weil der nämlich irgendwie das Gedächtnis der Zeit kontrollieren kann oder so, kein Peil. Und eine neue Waffe haben wir auch erhalten, nämlich hier so einen lustigen Bogen, der ziemlich cool ist, wie ich finde. Kann man auch schon ein bisschen mehr abgehen damit, genau. Und jetzt geht's dann auch schon weiter, und zwar, ich soll, glaube ich, hier nach unten, schätze ich mal. Ja, okay, jetzt kann ich einfach wieder dann hier normal stehen, mit der normalen Gravitation. Kann ich da hinten überhaupt hin? Ist da irgendwas? Ja, das war ein Fehler. Okay, also wenn ich hier hingehe, dann wird sich die Gravitation wieder ändern, deswegen will ich schon dann hier bleiben. Und ich kann hier ansonsten nichts mehr entdecken. Okay, dann gleich weiter. Ich werde dann übrigens schon auch gleich heilen müssen, keine Sorge. Aber erstmal passiert irgendwas. Achso, nee, das war's schon. Ah, dann doch keine Heilung mehr. Umso besser. Okay. Wow. Yay, okay, die Silbertrophäe ist dann jetzt Luca. Beim ersten Kapitel haben wir ja auch Silber erhalten, das war aber nicht Luca, das war irgendjemand anderes, ich weiß nicht genau wer. Aber jetzt ist dann doch Luca, da wir halt jetzt auch wissen, dass er vorkommt. Okay, und ich habe gleich drei Verse verpasst, den dritten und den vierten hintereinander. Wie das passieren konnte, weiß ich nicht, aber na gut, was soll es. Aber Silber bin ich eigentlich wieder auch ganz zufrieden damit. Auf jeden Fall besser als Stein. So, freigeschaltet. Du hast eine Verskarte erhalten. Schau sie dir im Hexenklimax an. Eine Verskarte, okay. Und noch eine. Hexenklimax war doch, glaube ich, der Multiplayer, oder? Deswegen für den Singleplayer kann mir das, glaube ich, eher egal sein. Im Verlauf des Story-Modus erhältst du sogenannte Verskarten. Jede dieser Spezialkarten schaltet ein Level im Hexenklimax frei. Achso, nee. Je mehr Verskarten du also erhältst, desto mehr Level kannst du spielen. Nee, dann war Hexenklimax doch was anderes. Das wäre der Multiplayer gewesen, aber ich kann da Level freispielen. Und das hört sich jetzt nicht sehr nach Multiplayer an. Oder? Ich weiß aber nicht genau. Ich hätte halt da noch ein bisschen mehr schlau machen müssen darüber, was denn jetzt eigentlich das genau ist. Mal gucken. So, und hier ist dann Paradiso, das Tor zum Himmel. Okay, jetzt sind wir schon angekommen. Jetzt haben wir auch erfahren, dass es eben hier dann in Noatun, der Stadt, in der wir uns gerade befinden, dass es dann dort eben auch Tore zu den ganz verschiedenen Welten gibt. Eben zum Paradiso oder auch zum Inferno. Und hier ist dann eben das Tor zum Himmel, zu Paradiso. Okay. Und das ging ja dann doch recht schnell. Kann man eigentlich gleich weitermachen, würde ich sagen, mit dem dritten Kapitel hier. Und dann direkt damit anfangen. Kann man auf jeden Fall machen. Das ist jetzt ein bisschen ärgerlich, weil ich hätte auch noch im letzten Part da einfach noch entlang laufen können. Hätte das Kapitel dann wenden können, das zweite, aber wusste ich ja nicht genau. Aber fangen wir halt jetzt dann damit an, passt schon. Ich habe immer noch keine 100.000 Halos, deswegen, ich werde noch immer nicht einkaufen gehen. Aber sobald ich 100.000 habe, werde ich dann sofort einkaufen gehen und dann mir coole Items holen und dann auch später ein bisschen mehr, auch noch Techniken und sowas und anderes Gedöns. Aber ich werde erstmal mir da wirklich coole Items kaufen und wir legen gleich los. Ja. So. Also können wir dann jetzt dann hier schon wieder, schätze ich mal, ein bisschen dann auch Paradiso erkunden. Haben wir im ersten Teil auch schon gemacht, da waren wir zwar meistens eben im Purgatorio unterwegs, also in der Fast-Menschenwelt, sag ich mal. Aber trotzdem waren wir da auch schon ein bisschen im Purgatorio unterwegs. Oder nicht Purgatorio, Paradiso meine ich, unterwegs. Und jetzt dann gleich werden wir dann vielleicht auch wieder dann das Paradiso betreten. Mal gucken. So, wenn dann gleich die Ladezeit vorbei sein wird. Was hoffentlich dann bald der Fall sein wird. Ja, gut. Don't just walk into Fimbulwinter. We're going to have to be creative, love, if we're ever going to make it. Look over there. That's the Cathedral of Cascades. It was used for ritual worship of the mountain. Inside, there's a device that can build a bridge to the heavens. It'll take us halfway up Fimbulwinter. An express pass. Right, love? Seems something finally came to mind, little one. While you're in the remembering mood, you wouldn't happen to know where the entrance to Inferno is up there, would you? Inferno? You must be in some shit if you're volunteering to go there. Let me put it this way, love. Once we get to the mountain, you'll get your choice of going up or going down. Fimbulwinter doesn't let you just stick around. And which way will you be going? Me? What's the matter, little one? Scared of what comes next? Shut up! Just get me to the mountain! Little one! Get away from me! Oh nee, ist jetzt Bosskampf? Seraph der ersten Sphäre, Dilemma. Haben wir jetzt hier einen Hauptbosskampf oder wie?
What? Okay, wir dürfen wieder ein bisschen surfen. Das kennen wir auch schon aus dem ersten Teil. Oh mein Gott, aus dem ersten Teil ist wieder sowas von episch, einfach nur, ist ja der Wahnsinn. Okay, ja, das ist wieder so ein bisschen episch inszeniert, aber auch nur ein bisschen. Okay, das heißt auch, dass dann die Hauptbosskämpfe nicht mehr mit Kardinaltugend eingeleitet werden im Titel. Also ich kann mich da nicht darauf verlassen, nicht unbedingt darauf verlassen. Ja, wir reiten hier auf einer Welle durch den Himmel quasi, gerade während wir dann kämpfen müssen. Das ist wieder sowas von übertrieben, einfach nur, aber ich liebe es wieder. So, und ich habe dir noch nicht so wirklich viel Schaden machen können, dem Typen hier. Da ist nicht so, verdammt, nicht so einfach ist, ihn zu treffen. Ich habe schon ein bisschen Schaden machen können, aber nicht wirklich, scheiße, nicht wirklich viel leider. Er muss jetzt ein bisschen besser werden. Ich habe immerhin meinen Bogen hier, wo ich dann eben schön auch auf die Entfernung ihn treffen kann, das ist ganz gut wenigstens. Wo ich dann häufiger mal ab und zu einfach so ein paar Schläge rausbekomme. Aber Hexenzeit geht irgendwie bei dem Kollegen nicht so wirklich. Vielleicht muss ich halt wirklich auf einen konkreten Angriff von dem warten. Wenn er halt dann gleich wieder so einen Beißangriff macht, dann vielleicht. Aber wenn ich einfach nur ihm ausweiche, geht es leider nicht. Das ist ein bisschen schade. Aber na gut. Wow. Und währenddessen muss ich allen möglichen Trümmern ausweichen. Oh, scheiße. Allen möglichen Trümmern ausweichen, das ist so genial. Kann ich eigentlich springen? Kann ich schon auch, oder? Ich kann auch ein bisschen springen, ja, wenn ich will. Okay, sehr gut. Und Hexenzeit, wunderbar. Und draufkloppen. Yeah, auch mal ein bisschen Magie dann bekommen. Nicht arg, wieder ein bisschen wenigstens. Und wir haben auch ein bisschen Schaden machen können. Okay, wow, was ist jetzt? Hilfe, hä, was, wo bin ich? Was ist los? Ich habe keinen Peil. Ich drücke einfach Knöpfe und es geht irgendwie. Okay, erste Phase geschafft, vielleicht. Okay, jetzt sind wir im Inneren von diesem Strudel und es schlagen auch noch Blitze ein, natürlich. Warum denn noch nicht? Ja, ne? Das ist wieder mal einfach nur Epicness pur, diese Bosskämpfe hier, das merke ich auch jetzt schon. Weil auch der erste, ich meine, die Bosskämpfe, die Hauptbosskämpfe aus dem ersten Teil waren auch schon völlig übertrieben, logischerweise. Und auch hier im zweiten Teil ist es dann nicht anders, wie wir sehen können. Das ist ja auch schon wieder dermaßen heftig einfach nur, was hier abgeht. Echt völlig verrückt. Und da ist er wieder. Und es war ja auch schon vorher eine Vermutung, dass der Typ hier, ah, ich bin noch ausgewichen, dass der Typ hier unser erster Hauptboss sein würde. Und ja, so ist es auch, wie wir jetzt hier sehen können. Na komm. Na, verdammt, jetzt kommt ein Eissplitter. Macht er wieder so einen Beißangriff? Nee, so wie das anderes. Das war echt nicht einfach, ihn zu treffen, weil ich immer nicht wirklich viele Gelegenheiten für Treffer leider habe, weil ich halt häufig auch einfach Trümmerteilen oder sowas ausweichen muss. Oder halt, wenn er halt einfach nur so angeflogen kommt. Ich muss halt wirklich warten, bis er einen richtigen Angriff macht und nur dann kann ich auch wirklich Hexenzeit aktivieren und nur dann ihm wirklich viel Schaden auf einmal machen. Das ist halt ein bisschen doof. Ich bin noch ausgewichen. Ja, Mann, ich mache immer zu spät. Ich bin, aber ich dachte, ich wäre ausgewichen. Mann, ey. Aber wenn er das dann gleich nochmal macht, dann werde ich hoffentlich besser sein. Okay. Das war freundlich, dass du es zerstört hast, weil ich hätte ansonsten da gar nicht dran vorbeigekommen. Und wir fliegen oder schwimmen dem Licht entgegen. Hilfe. Was ist denn? Was? Hilfe. Okay, jetzt haben wir einen Shooter-Abschnitt wieder oder so. Und ich kann wieder fliegen. Ich kann gar nicht angreifen. Okay, jetzt kann ich angreifen. Okay, wir kämpfen jetzt wieder in der Luft und zwar hier gerade. Sind wir jetzt im Paradiso im Himmel? Schon irgendwie, ne? Ja, sind wir, glaube ich, schon. Sieht auf jeden Fall sehr paradiesomäßig aus. Ja, ne? Das ist so übertrieben wieder einfach nur, ich liebe es. Aber jetzt kann ich auch häufiger Hexenzeit aktivieren, das ist ganz gut. Ich habe sogar dann gleich eventuell meine Umbrag. Fuck, ey. Meine Umbrag-Klimax-Wall, die ich auch definitiv benutzen will. Aber wo ist seine Lebensleiste übrigens? Den fällt mir gerade auf. Der hat jetzt keine Lebensleiste mehr, warum nicht mehr? Keine Ahnung. Ich weiß nicht genau. Das gefällt mir auch nicht, dass er keine mehr hat. Sehr schön. Ich mach mal. Aber bringt mir jetzt das so viel? Ja, doch, okay, ich habe schon noch Schaden gemacht. Ich weiß nicht, wo seine Lebensleiste hin ist. Und. Oder gibt es jetzt mehrere von denen? Es gab doch nur einen von denen, oder spinne ich jetzt? Ich check gar nichts mehr. Ehrlich gesagt, ich hau einfach nur, wie gesagt, nur noch drauf. Ich check nicht mehr, was hier los ist. Ehrlich gesagt, ob ich jetzt gegen einen Gegner oder gegen mehrere kämpfe. Ich habe keinen Peil. Ich hau einfach ein bisschen weiter drauf. Wird schon irgendwie alles gut gehen, hoffe ich mal. Ausweichen. Okay, sehr gut. Wieder draufkloppen. Ja. Es ist aber ein bisschen doof, dass ich jetzt halt die Lebensleiste nicht sehen kann. Und dass ich nicht genau weiß, ob ich jetzt schon dem Typen viel. Scheiße. Dem Typen viel Schaden gemacht habe oder ob er noch einiges aushält. Habe ich halt jetzt leider keinen Peil. Das ist ein bisschen auch ärgerlich. Aber ich werde einfach weiter draufhauen, wie gesagt. Wird schon irgendwie alles klappen. Hoffe ich zumindest mal. Okay. Hat geklappt. Anscheinend. Okay.
Ich darf nicht angreifen noch aktuell. Jetzt darf ich angreifen. Okay, das ist die letzte Phase. Ich habe keinen Pfeil. Okay, jetzt habe ich eine Lebensleiste von ihm. Okay, es waren gerade einfach irgendwelche anderen Typen, Diener von ihm oder sowas. Und jetzt kann ich wieder gegen ihn hier kämpfen, gegen den Haupttypen. Okay, das kann ich auch wirklich häufiger Hexenzeit aktivieren, was sehr gut ist. Auf jeden Fall. So. Oh Gott. Ausweichen, ausweichen, ausweichen. Okay, alles klar. Umbrach die Max und draufhauen. Yeah! Und sehr viel Schaden machen. Und er wird böse. Ich meine, er hat immer noch voll viele Leben, ne? Also ist nicht einfach auf jeden Fall. Weil nach der grünen Leiste kommt dann noch die gelbe und dann kann ich erst ihn gänzlich besiegen. Ja, ich werde dann auf jeden Fall gleich Lollis brauchen. Weil ich da jetzt dann so doch wenig Chancen aktuell habe. Ich werde es mal noch kurz warten, weil ich werde noch einen weiteren Treffer, glaube ich, aushalten. Oder? Ich bin da immer nicht ganz sicher, ob das wirklich so ist, dass ich nur dann sterben kann, wenn ich nur noch einen KP habe. Aber ich glaube schon. Ich habe jetzt dann doch ein bisschen Angst, ehrlich gesagt. Ich werde es mal dann doch kurz was nehmen. Und zwar am besten einen großen Lutscher, würde ich eigentlich sagen. Da habe ich ja auch zwei von denen, glaube ich. Ne, drei sogar schon, alles klar. Dann beleg mal den kurz auf den linken, weil da habe ich ja eh gar keine mehr gerade. Aber ich werde auch mal gleich schnell einen benutzen. Ja, okay. Und wieder fast voll geheilt. Wunderbar. So, okay. Und dann wieder schön weiterhin draufhauen auf den Typen. Aber ja, ich habe wirklich keine Ahnung, was hier los ist, was mit Jungis Auffrage ist. Seit wann Bayonetta sich eigentlich Flügel wachsen lassen kann? Weil das haben wir im ersten Teil kein einziges Mal gesehen, dass sie sich einfach mal so Flügel wachsen lässt, oder? Ich glaube nicht, aber hier kannst du es einfach so. Einfach weil halt. Ich weiß nicht wieso, aber sie kann's. Naja. Aber jetzt lass mich von jedem Scheiß treffen. Das gefällt mir jetzt gar nicht. Ich muss jetzt ein bisschen besser wieder anstellen. Okay, sehr gut. Ah, dann gleich wieder Umbra. Fuck ey, was mache ich denn für einen Scheiß? Gleich wieder Umbra-Klimax machen. Aber ich lasse mir jetzt echt von viel zu viel Zeug treffen. Das gefällt mir. Was mache ich denn? Das gefällt mir. Ich muss gleich den nächsten benutzen. Das gibt's doch nicht. Mann, ey. Ja, ich benutze ihn gleich mal, aber ich meine, wir haben ja auch schon gelernt, dass es anscheinend keine Bestrafung ist, wenn ich Lollis benutze, deswegen, es wird schon passen. So, draufhauen. Und schon viel Schaden machen. Ja, ausweichen, ausweichen, ausweichen. Okay. Und mehr draufkloppen. Ja, ich habe schon wieder Schaden genommen, aber trotzdem, wir können auf jeden Fall jetzt den Kollegen dann immer mehr Schaden ein bisschen machen. Aber ich würde sogar mal vermuten, dass es eventuell sogar nochmal eine weitere Phase dann gleich geben wird, wenn wir dann auch seine gelbe Leiste dann komplett sehen können. Dass es dann nochmal auch eine allerletzte Phase halt hier geben wird, wo ich dann eben die letzten paar Leben abziehen kann. Also die Attacke ist ziemlich einfach, weil ich dann einfach das Ausweichen spammen kann, so ungefähr. Weil ich nämlich dann auch wirklich ziemlich sicher auch Hexenzeit erhalten kann, das ist ganz gut. Verdammt. Da ist jetzt der Beißangriff ein bisschen fieser, weil der halt häufig relativ schnell rauskommt. Und ich es halt nicht immer wirklich rechtzeitig schaffe, halt auszuweichen. Das war jetzt besser, alles klar, und draufhauen. Bam. Und ich habe dann gleich schon wieder meine Umbra-Klimax bereit. Was ich sehr gut finde. Logischerweise. Ich werde dann gleich mal warten, bis ich wieder Hexenzeit habe. Und dann machen. Und los. Yeah. Und schön draufkloppen auf den. Und sehr viel Schaden wieder machen. Wunderbar. Was macht immer so viel Schaden? Ist echt heftig. Sehr schön. Okay. Und Akli hat auch schon gar nicht mehr aus. Die Musik übrigens auch wieder ist dermaßen genial einfach nur. Also sowas von episch inszeniert wieder alles. Aber habe ich ja halt schon tausendmal erwähnt, muss ich ja nicht jedes Mal wieder sagen. Das ist einfach bei den Bayonetta-Bosskämpfen so, dass die immer so episch sind. Das ist echt der pure Wahnsinn einfach nur. Okay. Und Kabam, wieder schön draufkloppen. Ja, wir machen fortlaufend ein bisschen mehr Schaden. Nicht arg viel immer, weil er halt doch einiges aushält, der Kollege. Aber dann gleich ist es um ihn geschehen. Nochmal schön ausweichen. Sehr gut. Und wieder draufkloppen. Und. Na komm. Klimax. Yeah. Ist das ein Einhorn oder sowas? So, und Bronze. Hm, naja. I don't recall asking for your permission. Oh, and I was wrong about our final destination. Going down. The boy. Forgot about that. Ha ha ha!
Okay. Ja, und das war's. Bayonetta beschützt seine Hoheit. Damit ist ja der Junge gemeint, oder? Der übrigens auch die Bronzestatue ist, wie wir sehen können. Das ist auch ziemlich cool. Also ich weiß nicht genau, was es mit diesem Typen auf sich hat, aber der hat auf jeden Fall auch irgendwas mit den Engeln oder mit den Lumenweißen oder sowas zu tun. Ich habe keinen Peil, aber der ist noch irgendwie wichtig. Das ist ja ganz klar. Aber ich weiß noch nicht genau, in welcher Form, aber der wird noch auf jeden Fall eine große Rolle spielen. Na gut, Bronze, ja, geht so, könnte besser sein. Zeit, und ich meine, Schaden war Stein, das war zu erwarten. Aber Zeit war sogar auch ein Stein. 8 Minuten. Aber ich meine, hätte ich das so arg viel schneller machen können? Ja gut, ich meine, am Anfang hätte ich halt viel, viel häufiger dann schon seinen Beißattacken ausweichen sollen, um halt dann schon früher Hexenzeit zu kriegen und sowas. Aber trotzdem, kann man es wirklich so arg viel schneller machen, dass sogar Stein war? Keine Ahnung. Aber Combo, das ist Platin, glaube ich, oder? Combo war wenigstens ganz gut, wie es scheint. Okay. So, wir kriegen das Unaussprechliche. Okay, neues Buch wieder. Und auch wieder eine neue Verskarte. Alles klar. So. Und das hier nennt sich dann das Treffen, das 4. Kapitel. Ich habe jetzt da aber nicht so wirklich viele Halos erhalten, oder? Ah, doch, habe ich. Das gab, so viele gab es echt jetzt? Okay, nice. Ja gut, lag halt auch daran, dass ich halt häufig draufgehauen habe und meine Combo auch ganz gut hoch war, wie es scheint. Dann werde ich mal doch kurz einkaufen gehen. Ja. Denn jetzt können wir uns dann eben mit über 100.000 Halos dann schon richtig coole Items holen. Ich muss mir jetzt dann nur genau überlegen, welches ich mir jetzt zum oder halt als erstes holen will, denn ich bin mir da noch nicht ganz sicher. Weil ich kann mir natürlich einerseits... Zubehör war's, nicht Items. Ja. Einerseits ganz, ganz wichtig, die Schmetterlinge holen, weil ich halt die total liebe. Muss ich nochmal? Hier. Aber ich könnte mir halt auch das Ding hier holen, wo ich ja dann mehr Halos erhalte aus dem Ding, oder? Aus einem Land des Ostens stammt dieses seltene Artefakt, bla bla bla. Wer sein Leben mit Schurkereibeschreibe braucht, auf Raubzügen nur dieses Prachtstück zu tragen, um verborgenen Reichtum zu offenbaren. Ah, genau. Ich muss Folterangriffe machen, richtig. Und dann kriege ich ja mehr Halos. Also ich sollte dann häufiger mal Folterangriffe machen und nicht immer so sehr dann die Umbra-Klimax vielleicht. Und wenn ich halt mehr Halos erhalten kann mit dem Ding, dann ist halt so, dass dann irgendwann ich die 100.000 Halos automatisch wieder reinbekomme quasi. Und deswegen wäre es dann schon vielleicht wert, das zuerst zu kaufen, weil ich dann eben relativ schnell wieder auf 100.000 kommen sollte und weil ich mir dann auch die Schmetterlinge halt kaufen kann, die ich wirklich relativ bald haben will. Deswegen, ja, dann hole ich mir jetzt mal das Ding, würde ich sagen. Okay. Und dann werde ich jetzt wieder sparen, bis ich dann erneut 100.000 Halos habe und dann eben die Schmetterlinge kaufen und dann aber erstmal keine weiteren Items mehr, obwohl es auch noch weitere Items gibt, die auch sehr nützlich sind auf jeden Fall. Aber trotzdem will ich dann danach auch erstmal mir auch noch anderes Zeug kaufen, wie auch weitere Techniken und sowas. Das ist ja auch sehr wichtig. Deswegen, das werde ich dann wahrscheinlich so machen in Zukunft dann. Okay, was eigentlich hier jetzt bei den Schätzen? Okay, da ist halt genau die Eleganzen. Sind hinzugekommen, dass also halt neue Kostüme für die Waffen. Aber lasse ich dann auch erstmal und ansonsten Superspiegel noch, weitere Kostüme, aber das werde ich dann auch erst am Ende mal kaufen. Okay. Passt, genau. Wie gesagt, das ist dann eben der Plan, erstmals weiterhin 100.000 Halos sammeln, um dann die Schmetterlinge mir zu holen, weil die immer noch, wie ich finde, das beste Item sind, wenn man halt reines Platin überall haben will, was ich haben will. Deswegen werde ich dann da noch ein bisschen sparen, aber danach dann werde ich mir vor allem auch viele Techniken holen, weil ja Techniken auch wichtig sind, aber sehen wir dann schon noch alles. Jetzt dann erstmal kommt dann eben schon das 4. Kapitel, und zwar das Treffen. So. Und ich werde jetzt dann auch daran denken, dann auch häufiger mal meine Gegner eben mit Folterangriffen zu killen, weil ich eben dann auch mehr Halos halt dadurch erhalten kann. Und dann werde ich halt nicht so häufig dann immer die Umbra-Klimax machen, sondern dann auch eben immer eher Folterangriffe. Wird dann schon alles klappen, hoffe ich mal. So, das Treffen also. Wen treffen wir jetzt hier, ist die Frage. Ich weiß nicht genau. Wir warten einfach mal ab und gucken mal, was hier so alles passieren wird. Yeah! Wait, who the fuck are you? Hey, you're the pervert staring at Bayonetta's tits all the time. You really need to learn how to talk to a lady. Hey, I am no... Wait, how did... No time for this, mate. Where's the mountain? Where's Fimbulventer? I'm in a hurry. Hey, kid! What the hell was that? Kids these days. Huh.
for a cat always landing on his feet, Cheshire. Noah tun bei Nacht. Okay. Und dann erstmal wieder umgucken. Am besten erstmal nach hinten laufen. Weil da vielleicht Sachen sind. Nein, hier anscheinend nicht. Schade. Ich meine, ist es mit dem Treffen dann einfach das Treffen zwischen Luca und dem Jungen gemeint? Das glaube ich eigentlich weniger. Ich glaube schon, dass damit irgendwas anderes gemeint ist. Vielleicht auch das Treffen von Bayonetta mit diesem anderen Typen, der uns von da oben aus beobachtet hat. Der vielleicht dann irgendwie. Ich meine, vielleicht ist dann der so der Hauptbösewicht hier aus dem Spiel. Ich habe keinen Peil. Wenn wir dann schon herausfinden, was dann hier mit dem Treffen genau gemeint ist. Aber ich sehe da erstmal eine Truhe, die ich haben will. Ui, erstmal eine schöne Jump'n'Run-Anlage hier. Yeah, wunderbar. Bam. Und ein weiteres zerbrochenes Hexenherz. Eines erstmal, brauchen wir noch drei weitere. Also dauert noch ein bisschen, bis wir dann auf jeden Fall auch wieder mehr Leben da dann kriegen können. So. Kann ich noch hier bei der Brücke ansonsten irgendwas entdecken? Ich meine, kann ich da überhaupt runterspringen? Ja, kann ich schon, nämlich theoretisch. Deswegen, da unten könnte was sein, aber erstmal Kampf. Was bist denn du? Du bist ja auch eklig. Du bist Erzengel der dritten Sphäre, Fidelity. Okay. Hilfe. Der sieht auch ziemlich fies aus, auf jeden Fall, der Kollege. Oh Gott. Er hat sehr schnelle Angriffe, auf jeden Fall. Viel schneller als die anderen Gegner. Deswegen muss ich mir erstmal, Alter, erstmal daran gewöhnen, ein bisschen. Ich will erstmal Hexenzeit haben. Ich bin offensichtlich zu blöd. What? Okay, jetzt habe ich Hexenzeit. Bam! Und ausweichen, ausweichen. Na, Mann, ey. Ja, so viel zu ausweichen. Ich habe mich wieder beim ersten Kampf gegen einen einzelnen Gegner so häufig treffen. Das kann nicht wahr sein. Mann, ey, das regt mich auf. War zwar auch ein neuer Gegner und so, ich weiß, aber das nervt mich trotzdem. Ah, und hier haben wir jetzt nur eine halbe Engelshymne. Oder ist es eine dritte? Ne, eine halbe ist es. Eine halbe, würde ich mal sagen, ja. So, Gold nur. Ja. Ich meine, Gold geht sogar noch. Ich dachte, es wäre noch schlechter. Deswegen, es passt sogar. Goldene LP der Engelshymne, der Hölle Rache. Dann die Hälfte davon eben. Genau, sie wurde feinsäuberlich in zwei Hälften geteilt. Naja, feinsäuberlich nenne ich das nicht. Aber okay. So, genau, ich wollte was machen und zwar, ich will mal kurz lesen. Denn wir haben ja, wie gesagt, gerade eben wieder eine neue Schrift erhalten, die ich mir ganz kurz angucken will. So, nee, das war ein zweiter Moment. da. Und zwar hier dann bei den Memoiren dürfte es ja wieder sein, irgendwo. Wo steht neu? Da steht neu. Das Unaussprechliche, genau. Auch mal kurz durchlesen. Und das ist schon zu sehen. In jeder Zivilisation der Welt finden sich Legenden über Helden, die tapfer bis ans Ende der Welt reisen, um den Lieben, die das Schicksal ihnen entriss, ihr Leben zurückzugeben. Die Thematik der Auferstehung zieht sich wie ein roter Faden durch alle Mythen der Menschheit. Ich jedoch bin mir nicht so sicher, ob so etwas wie eine Seele tatsächlich existiert. Den Wunsch, seiner Liebe auf ewig nah zu sein, verstehe ich da schon eher. Die Liebe ist eine Empfindung, die so stark sein kann, dass wir selbst unser eigenes, scheinbar unveränderbares Schicksal hinterfragen. Trotzdem gibt es viele Mythen, in denen es selbst Götter nicht schaffen, ihrer Bestimmung zu entfliehen. Denn egal, ob man über einen eisernen Willen verfügt, egal wie fromm man ist, ein Leben, das einmal verloren ist, kann nicht wiederhergestellt werden. Diese Macht war niemals für die Menschen vorgesehen. Gleichwohl, okay, da unten ist was Interessantes, gleichwohl mag es noch einige hoffnungslose Romantiker geben, die der Versuchung dieser Macht nicht widerstehen können. Denen sage ich, ich kenne den Weg zur Hölle und es wäre mir eine Ehre, mich als Begleiter anzubieten. Interessenten können mich unter folgender E-Mail-Adresse kontaktieren. Okay, hat noch eine E-Mail angegeben mit ein paar Xen. Ja, ne, sehr interessant auf jeden Fall. Na gut. So, dann auch gleich weiter, würde ich sagen. Gut. Und zwar soll ich jetzt nämlich wahrscheinlich da rein. Deswegen gehe ich erstmal diesen Weg entlang. Weil das nämlich nach Bonus aussieht. Komme ich da hin? Höher? Ja, schon. Warum komme ich hier hin, ist die Frage. Hier ist nämlich nichts. Doch. Ich muss einfach nur weit, ganz an die Kante laufen. Und dann kam da jetzt Engel und das ist dann der zweite Vers. Alles klar. Dann schon draufkloppen auf die. Kann ich die ins Wasser werfen und dann umbringen? Sind jetzt tot? Ja, ich weiß, sind es dieselben oder andere? Töte ich die jetzt damit? Ich töte die damit sogar. Die sterben, wenn sie das Wasser berühren. Das ist interessant. Okay, und die Kombo war jetzt halt sehr schlecht, weil ich halt die alle sofort besiegt habe, die Engel. Und weil ich halt eigentlich noch viel, viel heftigere Kombos an denen hätte machen sollen. Aber so habe ich dann wenigstens mir ein bisschen Zeit und auch Schaden gespart. Deswegen ist dann eigentlich schon ganz gut, würde ich sagen. Okay, na gut. So, und hier geht es dann auf jeden Fall weiter, schätze ich mal bei der Tür hier. Kann ich noch da irgendwas anderes finden hier oben? Ich glaube nicht. Okay, gehen wir mal rein.
Ja, oder auch nicht. Bricht es zusammen, wo ich gerade draufstehe? Ne, alles gut. Ich habe jetzt halt einfach nur eine Brücke erschaffen. Okay, sollen wir rechts sein. Aber hier finden wir auf jeden Fall einen weiteren Lutscher, und zwar einen Lilanen diesmal, der dann wieder meine Zauberkraft auffüllen könnte, wenn ich sie dann bräuchte. Genau. Oh, der Mond. Sehr schön. Hui. Und wir können hier entlang laufen. Wunderbar, da eben gerade der Mond, wie gesagt, scheint. Und weitere Gegner. Ist es ein neuer? In dem Schild da? Okay, also ich glaube, es ist schon derselbe an sich. Wie die wir dann auch schon kennen, aber er hat halt jetzt eine neue Waffe, nämlich dann diesen Schild hier. Ist ja nervig. Wow, soll ich vielleicht am besten Hexenzeit aktivieren oder sowas und dann drauf und halt warten, bis er benommen wird oder sowas? Aber ich glaube, mit Hexenzeit habe ich da die besten Karten. Ich sollte halt am besten die anderen Gegner versuchen, ihren Angriffen auszuweichen. Oder aus seinen eigenen dann Hexenzeit aktivieren. Weil mit Hexenzeit kann ich dann nämlich vielleicht, oder? Durch den Schild hindurch angreifen. Oder ich mache einen Folterangriff einfach. Das geht alles besser. Weil ich will ja eh Folterangriffe machen, genau. Bam! Und mehr Helos. Ja, es sind einige auf jeden Fall gewesen. Vor allem auch die blauen, die ja auch einiges wert sind. Okay. Sehr schön. Und wir können sogar den Schild auch noch aufnehmen als Waffe. Das ist auch ganz cool. Mach ich am besten gleich mal. Aber sogar nur Silber, weil die Zeit nicht so gut war und die Combo auch wieder total schlecht. Hm, schade, aber na gut. Na, ich hab dann eben so ein Schild vor mir. Man kann eine so Ram-Attacke machen, aber mehr auch schon nicht. Deswegen, das wirkt jetzt nicht unbedingt wie eine mega krasse Engelsmafia, aber dafür habe ich halt ein bisschen Verteidigung auch währenddessen, weil ich denke mal, während ich die Attacke mache, bin ich dann wahrscheinlich auch von vorne zumindest unbesiegbar, weil halt dann keine Angriffe durch das Schild hindurchkommen können. Deswegen kann dann auch schon ganz nützlich sein, denke ich mal. So. Jetzt bin ich hier nach unten gefallen. Okay, jetzt habe ich wieder normale Gravitation. Oder so. Glaube ich mal. ich kann ja auch noch entlang laufen. Da hinten ist bestimmt irgendwas, oder? Ja. Nehme ich hier so eine Herausforderung wieder. Alles klar. Na komm. Ich stehe doch davor. Okay, jetzt. Ach du Scheiße. Okay. Ja, ich kann da jetzt auch entlang laufen. Ja. Ich will mal nicht den Panther einsetzen, weil ich dann eventuell runterfallen würde. Ich kann mal vielleicht jetzt dann gleich kurz einsetzen. Weil hier bin ich jetzt dann doch halbwegs safe. Denke ich mal. Okay, aber ja, das Zeitlimit ist hier immer extrem freundlich. Ich hatte jetzt, wie viel waren das? 60 Sekunden und ich habe es in 13 Sekunden oder sowas geschafft. Deswegen, das Zeitlimit ist da wirklich kein Problem. Okay. Und, ui, dann gleich wieder hinschampen. Sehr schön. Bleib mal mit dem Schild dann öffnen. Bam. Man kann sogar einen Schlag aus. Ja, ich meine, vielleicht macht es dann viel Schaden, diese Attacke hier. Die kommt ja auch relativ schnell raus, die Attacke. Deswegen, dann ist vielleicht das Schild doch nicht so schlecht. Mal gucken. Kann ich jetzt eigentlich da auch schon entlang laufen? Einfach irgendwo? Ne, okay, ich muss schon da vorne anscheinend machen. Hier kann ich nicht an der Wand entlang laufen. Okay. Aber hier... Ne, hier geht's auch nicht. Aber jetzt hier mal ausnahmsweise dann doch reingehen soll. Okay, auch gut. Oder auch nicht. Okay, der Kollege wieder. Ja, ich habe mich ja beim ersten Mal im zweiten Kapitel, wenn man das mal gegen den ziemlich schlecht angestellt. Jetzt wird es hoffentlich besser werden. Bam. Aber Schild geht auch nach zwei Schlägen sogar schon kaputt. Deswegen erst dann nicht so gut, wie ich finde. Aber na gut. Ich habe jetzt mal ein anderes Waffenset. Ich will schon wieder das andere haben mit dem Bogen eigentlich. Habe ich außerdem gerade eben gewechselt, wie es scheint. Bam. So. Und, okay, jetzt kann ich schon viel besser auf jeden Fall bei den Kollegen Hexenzeit aktivieren. Ich habe mich ja, wie gesagt, beim ersten Mal im Kampf gegen den sehr schlecht angestellt. Aber jetzt läuft schon allein deswegen um einiges, das war knapp, um einiges besser auf jeden Fall. So, schön weiter draufhauen, ausweichen, sehr gut. Bam, aber ich kann jetzt leider bei dem keinen Folterangriff machen, weil der dafür zu fett ist, glaube ich. Das geht aber nicht bei jedem Gegner, vor allem bei den Großen geht's halt. Was macht der? Bei den Großen geht's halt, glaube ich, nicht. Höh! Okay, kann ich auch sehr leicht sogar dann Hexenzeit aktivieren hier. Deswegen, ich werde mal kurz testen, aber es geht nicht hier in Folterangriff. Ich glaube nicht. Nein, dann mache ich doch Umbra, die Max. Und tausche schon drauf. Bam, sehr schön. Yeah, und noch mehr. Boah, da kann man schon echt ziemlich abgehen. Das gefällt mir. Ja, läuft schon, wie gesagt, um einiges besser als beim ersten Mal gegen den Kollegen hier. Aber trotzdem hält er echt viel aus, wie ich finde. Aber wir werden es dann gleich schon, oh Gott, das war auch sehr knapp, gleich schon hinkriegen, den dann gleich, oh, wow, Hilfe, den dann gleich auch kalt zu machen. Jetzt kommt so eine heftige Wirbelattacke von dem Typen hier. Aber ich habe ihn wieder ein bisschen umwerfen können, gerade eben auch. Ja, ich kann jetzt echt viel besser ausweichen. Das läuft super, wie ich finde. Auch wenn ich gerade eben, glaube ich, schon Schaden genommen habe. Ich glaube, ich habe schon Schaden genommen im Kampf hier. Aber trotzdem ist es ganz okay, wie ich finde, wie ich mich bisher anstelle. Und ich werde mal jetzt meine Magie aufheben, weil ich dann gleich eventuell einen Folterangriff machen will im nächsten Vers dann. Ist nämlich jetzt eh schon dann leicht tot, der Kollege hier, und stirbt. Und Y.
Viech jetzt neu? Oder kam das schon im Prolog, das wir gegen Gomorra geholt haben? Das kann vielleicht sein, ich weiß nicht genau. Und genau, ich habe Schaden genommen, der Rest war auch nicht so gut. Sogar Zeit war auch wieder ziemlich schlecht. Hm. Ja, vielleicht soll ich dann doch auch wieder eine andere Waffe nehmen, weil ich meine, das war cool, dass ich eben auf die Entfernung angreifen kann. Aber ich glaube, das Ding macht halt dann echt nicht so viel Schaden, habe ich den Eindruck, oder? Ich werde dann doch wieder vielleicht kurzzeitig mal hier auf mein anderes Set wechseln, wo ich dann eben die Schwerter an den Händen habe. Ich kann mal dann austesten, ob die dann vielleicht mehr Schaden machen. Wäre vielleicht ganz gut. Aber ich werde auf jeden Fall dann auch mal die Waffe hier mitnehmen und die dann noch ein bisschen mehr austesten. Okay. So. Aber bevor ich weitergehe, will ich dann erstmal sagen, dass das dann hier war für diesen Part von Let's Play Bayonetta 2. Beim nächsten Mal geht es dann hier im vierten Kapitel, das ist glaube ich mittlerweile, ne? Ich glaube schon. Im vierten Kapitel auf jeden Fall weiter, hier dann auch immer noch in Noatun, aber diesmal eben bei Nacht. Mal gucken, wo uns dann der Weg noch beim nächsten Mal so hinführen wird und was für ein Treffen wir dann hier noch haben werden. Oder ob doch schon das Treffen zwischen Luca und dem Jungen gemeint war oder zwischen Bayonetta und dem einen Typen da. Ich habe keine Ahnung, aber ich denke mal, dass wir im nächsten Part dann vielleicht schon dieses Treffen, das dann gemeint ist, dann noch sehen werden. Mal gucken. Okay. Auf jeden Fall würde ich da noch selber einen Daumen hoch, einen Kommentar oder auch ein Abo freuen und hoffentlich werden wir uns dann bei neuen Videos wiedersehen. Gut, also dann Leute, bis zum nächsten Mal. Ciao.